herzlich willkommen zu dieser Yin-Yoga-inspirierten Stretching-Einheit. Du brauchst entweder einen kleinen weichen Ball für die Übungen oder ein Kissen, auf das du dich gleich legen kannst. Yin-Yoga ist eine ruhige Trainingsform, passiv. Das heißt, wir wollen dem Körper Zeit geben, sich zu entspannen. Die erste Übung ist im Fersensitz. Du legst deine Hände auf deinen Ball oder dein Kissen und ziehst die Arme in die Länge. Lass deinen Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule oder leg die Stirn am Boden ab. Spüre, wie sich dein Rücken in die Länge zieht und deine Arme gedehnt werden. Während den Übungen atmest du gleichmäßig weiter ein und aus. Nimmst deinen Atem wahr, wie er kommt und geht, wie er fließt. Jetzt fang langsam an, dich nach vorne und nach hinten zu schieben, sodass deine Arme, deine Unterarme über den Ball drüber gleiten und sich dein Po von den Fersen löst und du dich dann aber auch wieder auf sie absetzt. Komm langsam nach oben, richte dich auf und kreise deine Schultern. Dreh dich zu einer Seite, öffne deine Brust, dann zur anderen Seite. Nimm deine Beine nach vorne und hebe als nächstes dein Gesäß an. Leg dich dann mit dem Gesäß, mit dem unteren Rücken auf den Ball oder dein Kissen. Wenn es für dich angenehm ist, dann strecke beide Beine aus. Solltest du im unteren Rücken Probleme haben, dann fühlt es sich eventuell angenehmer für dich an, wenn deine Füße aufgestellt bleiben. Versuche deinen ganzen Körper zu entspannen. Und ganz schwer in deinen Ball hineinsinken zu lassen. Lass alles los und spüre deinen Atem. Die langen Haltepositionen von Yin-Yoga helfen dir dabei, deinen Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen, sowohl auf körperlicher als auch auf geistiger Ebene. Beuge jetzt ein Bein und dann das andere. Stell die Füße wieder auf der Matte auf. Heb dein Becken an. Zieh den Ball raus und leg ihn zwischen deine Knie. Bewege dich und kreise. Rechts und links. Lockere deinen unteren Rücken wieder aus.
dreh dich dann auf eine Seite, leg dich seitlich auf deinen Ball, sodass der Ball etwa am Brustkorb liegt. Lass deine Beine gebeugt aufeinander liegen und zieh deine Arme in die Länge. Wir öffnen deinen Brustkorb. Yin-Yoga hilft dir dabei, Stress abzubauen, ruhiger zu werden, in Momenten der Hektik einfach mal abzuschalten, dich nach innen zu fokussieren und einfach nur etwas für dich zu tun. Komm langsam wieder nach oben, richte dich auf. Dreh dich wieder zu einer Seite, öffne deinen Brustkorb. Und dann dreh dich in die andere Richtung, Gegendehnung. Kreise ein paar Mal deine Schultern. Leg dich dann in Seitlage auf der anderen Seite. Dein Ball ist wieder unterhalb deines Brustkorbs. Deine Beine liegen aufeinander. Die Hüfte entspannt sich. Deine Arme ziehst du lang über Kopf. Bei diesen langen, yin-artigen Halteübungen kannst du dir Zeit nehmen, ganz intensiv in dich hineinzuspüren, dich deinen Emotionen hinzugeben, viel über dich lernen. Nimm einfach wahr, wie sich dein Körper und deine Atmung anfühlt. Komm dann ganz in Ruhe wieder über die Seite nach oben, richte dich auf und dehne dich. Auch zur anderen Seite. Kreise wieder ein paar Mal deine Schultern. Nimm deine Beine wieder nach vorne und lege dich jetzt in Rückenlage auf deinen Ball oder dein Kissen. Der Ball ist am Brustkorb. Deine Arme fallen nach außen. Den Kopf hast du hinter dir am Boden oder auf einer
anderen Ablage abgelegt. Nimm gerne deine Füße aneinander und lass die Knie nach außen sinken. Die Arme über Kopf. Und gib deiner ganzen Körpervorderseite jetzt einen Moment Zeit, sich zu entspannen. Es kann durchaus herausfordernd sein, diese Positionen so lange zu halten, sowohl emotional, geistig als auch körperlich. Vielleicht hast du das Gefühl, du möchtest dich bewegen und nicht länger dieser Stille hingeben. Lass dich einfach darauf ein und spüre, wie sich Verspannungen lösen. Nimm langsam deine Arme nach vorne und die Knie zueinander. Zieh den Ball unter dir weg. Und leg dich dann in Shavasana zum Entspannen auf deinen Untergrund. Wie fühlt sich dein Atem jetzt an? Wie fühlt sich deine Hüfte an? Wie fühlt sich dein Rücken an und der ganze Körper? Zieh dann langsam deine Beine wieder zu dir zurück. Bewege dich, strecke dich. Leg dich zu einer Seite und komm dann in deinem eigenen Tempo nach oben zum Sitzen. Lass dir Zeit dabei. Vielleicht möchtest du dich nochmal zur Seite öffnen und dehnen. Und dann zur anderen Seite. Richte dich wieder auf. Bewege deinen Kopf von einer Seite auf die andere. Lass die Hände nach oben schauen und atme ganz tief ein. Und wieder aus. Hole tief Luft, führe deine Arme nach oben und ausatmen. Ein letztes Mal. Leg die Hände oben aneinander und mit dem Ausatmen zieh sie vor dich. Sag dir selbst Dankeschön, dass du dir diese paar Minuten Auszeit
für dich und deinen Körper genommen hast.